An Virtual Bundesliga Spieltag 9 treffen sich Bayer 04 Leverkusen und der 1. FC Nürnberg zum Spitzenduell. Auf der PlayStation machen Serratinho und Deto den Anfang. Der Leverkusener erteilt seinem 18-jährigen Konkurrenten gleich am Anfang eine Lektion. Aggressiv fängt Deto einen Pass ab. Über die Mitte findet er einen Raum für Bailey und mit ihm schießt er sich zur 1:0 Führung. Nur kurze Zeit später ist Deto schon wieder am Drücker. Der Ball landet im Strafraum. Serratinho versucht zu klären, schießt aber seinen Mitspieler an. Deto wieder im Ballbesitz. Tor! Pech für Nürnberg, es steht jetzt 2:0. Danach schaltet Deto einen Gang zurück und lässt seinen Gegner ins Spiel kommen. Der junge Nürnberger versucht es über rechts und tatsächlich, Serratinho findet Räume, aber der Schuss geht weit am Tor vorbei. Erst als nur noch wenige Spielminuten auf der Uhr sind, bekommt Serratinho eine zweite Chance. Mit Kerk schießt er an den linken Pfosten und mit Lohkämper verkürzt er dann auf 1:2. Die Niederlage kann das nicht abwenden, aber trotzdem eine stabile Leistung des Nürnbergers nach den Ausfällen zu Beginn. In der zweiten Partie spielen Subaru Maiki und Dubje auf der Xbox. Dieses Mal hat Nürnberg den besseren Start. Subaru nutzt bereits eine winzige Lücke und landet einen Treffer ins Glück. Doch Dubje bewahrt einen kühlen Kopf und ist nur wenige Augenblicke später selber im Strafraum seines Gegners. Er schafft gleiche Verhältnisse und bringt sich mit dem Ausgleich wieder zurück ins Spiel. Es dauert bis weit in die zweite Halbzeit, bis es wieder gefährlich wird. Mit Baumgartlinger schafft es der Leverkusener, drei Verteidiger an sich zu binden. Diesen Raum nutzt er mit Sörensen und der verwandelt zur 2:1 Führung. Leverkusen nimmt langsam aber sicher Kurs auf die Tabellenführung. Subaru dann wieder im Angriff. Der Japaner dringt in den Strafraum und trifft zum Ausgleich. Aber nein, der Unparteiische entscheidet auf Abseits. Das hat Nürnberg das Spiel und einen Punkt gekostet. In Spiel 3 auf der Xbox versuchen jetzt Kevin und noch einmal Serratinho Schadensbegrenzung zu betreiben. Mit Dubje und Deto stehen sie allerdings einem Top-Duo der Liga gegenüber. Deto und Dubje zeigen früh, was sie können. Ihnen gelingt es, sich in den Strafraum zu spielen, aber ein holpriger Abschuss verhindert Schlimmeres. Es dauert 84 Minuten, bis endlich was passiert. Dubje flankt auf sich selber direkt vors Tor und köpft den Ball in die Bude. Leverkusen hat gute Chancen, heute 9 Punkte zu machen. Aber Nürnberg dann auf dem allerletzten Drücker. Serhat zu Kevin, der wieder zu Serhat, der tanzt den Verteidiger aus und das Ding geht rein. Nürnberg schafft wirklich noch den Ausgleich und nimmt nach dem Abpfiff einen Punkt mit. Immerhin etwas. Mit diesem Ergebnis ist Leverkusen mit 52 Punkten vorübergehend neuer Tabellenführer. Gladbach spielt nämlich erst am Freitag. Für Nürnberg war der Spieltag eine Pleite. Von Platz 6 rutscht der FCN auf die 10 ab. Alle weiteren Infos gibt es wie immer auf esports.com und auf der Seite der Virtual Bundesliga.